Moin zusammen und frohes neues Jahr. Ich habe Besuch bekommen von Carsten Mosebach und wir zusammen sind gerade auf dem Weg, hoffentlich irgendetwas Schönes fotografieren zu gehen. Hermann hat mich eingeladen, leider ist das Wetter totaler Mist, also so richtig scheiße. Und da das Wetter hier unten so schlecht ist, haben wir uns gedacht, na, die beste Flucht ist wohl nach oben. Wir sind jetzt also gerade auf dem Weg in den Taunus, der relativ hoch ist, knapp 800 Meter. Und wir hoffen, dass wir da jetzt gleich in den Wolken sind, um dann so ein bisschen irgendwie einen Eindruck von Nebel im Wald zu haben. Gut, wir sind angekommen und laufen jetzt hier hoch. Ich hoffe, dass die Wolken so niedrig hängen, dass wir gleich hinkommen. Bisher, Carsten, das ist schön. Also, sieht vielversprechend aus. Könnte sein, dass wir Glück haben. Sieht aus, als wenn da oben der Berg tatsächlich hinkommt. Boah, ist das schön. Eigentlich, dass wir einen Berg hoch sind. Ey. Bitte erkläre dich. Ich versuche die Baumstämme zu wischen. Okay. Das heißt, diese parallele Anordnung der ganzen Baumstämme in diesem Nichts, weil durch den Nebel der ganze Hintergrund ja weg ist. Das will ich noch akzentuieren, indem ich jetzt senkrecht die Kamera während der Belichtungszeit bewege, um dann einfach diese linienhafte Darstellung zu kriegen in Grau. Mal sehen. Ich habe gerade tatsächlich genau die gleichen Bäume fotografiert, allerdings ohne rauf und runter zu wischen. Einfach nur scharf abgebildet mit einer ganz großen Tiefenschärfe, dass es hinter so aussieht, als würden diese ganzen Bäume quasi in einer Ebene stehen. Und ich finde, das sieht irgendwie auch schon ganz cool aus. Auch wenn es nicht so aussieht, sind wir jetzt ein ganzes Stück weiter und Carsten hat das nächste Foto. Und ist irgendwie hier mit Mehrfachbelichtung dran, oder? Was machst du hier? Habe ich aufgegeben. Ich kriege das ohne Stativ nicht deckungsgleich hin. Ach so, okay. Das heißt, was machst du jetzt? Von oben hängen Äste runter, die kahlen Äste ragen so in den Himmel und ich versuche, dass diese beiden Strukturen irgendwie zusammenzukriegen. Von oben runter, von unten hoch. Das sieht so schön aus mit diesem weißen Hintergrund. Was gerade doch recht erstaunlich ist, wie sehr sich die Wolken doch die ganze Zeit mal so ein bisschen bewegen. Also man fotografiert hier auf irgendeinen Baum drauf und denkt, oh ja, das ist ja super, der steht richtig schön frei. Und es dauert nicht lange und irgendwie ja, ein paar Minuten später sieht man plötzlich hinter dem Baum wieder andere Bäume, weil einfach die Dichte der Wolken sehr stark variiert. Es lohnt sich also teilweise wirklich irgendwo mal an einer Stelle sitzen zu bleiben und ein bisschen zu gucken, was sich so ergibt. Auf der Kuppe von dem Berg hier. Man sieht sofort, dass die Bäume auch ganz anders aussehen. Wir haben viel mehr Flechten, viel mehr Bäume sind umgebrochen und generell sind sie auch viel weniger hoch und krüppeliger. Das einzige Problem ist, dass jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, ob durch den Wind oder so, deutlich weniger Wolken sind und es jetzt plötzlich nicht mehr ganz so malerisch aussieht. Wir machen also jetzt hier mal ein kleines Päuschen, laufen ein bisschen herum und gucken, ob der Nebel, / die Wolken, gleich zurückkommen. Zumindest ein kleines bisschen Nebel ist zurückgekommen und ich glaube, Carsten hat da vorne eine ganz schöne Stelle gefunden. Gucken wir mal, was er da so macht. Also ich hab hier so eine wunderschöne Gruppe krummer, halb zusammengebrochener Buchen. Und an den Stämmen direkt über dem Boden hängt ganz viel so richtig leuchtend grünes Moos. Und zusätzlich liegen hier vorne so ein paar runtergefallene Äste kreuz über kreuz. Und ich will jetzt versuchen, so ein Bild zu komponieren, wo irgendwie in allen Ecken ein Baum endet und ich muss noch ein bisschen darauf warten, dass Nebel wieder reinkommt. Mit Nebel sieht es deutlich schöner aus, wenn der Hintergrund so verschwimmt. Und ich habe hier noch einen Polfilter drauf gemacht, um diese grüne Farbe noch ein bisschen zu betonen. Während Carsten gerade da vorne am Fotografieren ist, habe ich mir hier einen Baum gesucht, der liegt und der komplett voll mit Moos ist. Und was ich gerade mache, ist mit einer ganz starken Unterbelichtung zu versuchen, dass dieses helle Grün von dem Moos gegenüber dem relativ dunklen Untergrund irgendwie herauszulösen. Mal gucken, wie das aussieht. So sieht man schon, dass der Baum hier wirklich viel heller ist als der Untergrund. Leider sind die Blätter allerdings ziemlich nass und reflektieren
dementsprechend den grauen Himmel. Und was ich jetzt ja eigentlich bräuchte, wäre, dass die Blätter auch möglichst dunkel sind. Und das ist auch ein sehr guter Anwendungsfall für den Polfilter. Den Polfilter habe ich mir von Carsten also mal eben geborgt. Was der nämlich jetzt macht, ist, wenn ich ihn richtig eingestellt habe, durch Drehen die kompletten Reflektionen auf den Blättern wegzunehmen. Dementsprechend sind die Blätter, die auf dem Boden liegen, viel dunkler. Und der Kontrast zwischen dem hellen Baum und dem dunklen Untergrund, in Anführungsstrichen, wird noch größer. Und ich kann den Baum besser rauslösen. Wie genau das aussieht, zeige ich euch auch nochmal eben hier oben durch. Hier gerade der Baum mit dem Polfilter in neutraler Stellung. Und so sieht das Ganze aus, wenn der Polfilter richtig eingestellt ist. Die Wolken sind mittlerweile weg. Der Wald sieht dementsprechend zwar immer noch schön, aber nicht mehr ganz so mystisch aus. Und wir sind mit unserem Fotografieren jetzt hier fertig. Bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu klären, und zwar Herr Mosebach. Hat sich die weite Fahrt hierhin gelohnt? Also ich sag mal... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das würde ich als Nein interpretieren. Wir hätten gestern Abend 2 Bier weniger trinken, heute Morgen eine Stunde früher oder 2 Stunden früher losgehen können. Dann hätten wir hier vermutlich länger Nebel gehabt und dann wäre es länger schön gewesen. Hätte, wenn und aber. Wir haben alles richtig gemacht und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns hier und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.